Und wie machen wir das? Wenn man es schön machen will, macht man es wieder so, dass man die linke und die rechte Seite erstmal hinschreibt. Dann kann man sich von vorne und von hinten aufeinander zuarbeiten und zeigen, dass das gilt. So. Okay, hier links sind wir schon fertig. Naja, wir könnten jetzt auch von rechts einfach umformen können, aber machen wir es wirklich mal systematisch. Also jetzt formen wir diese Seite hier um. Was können wir als erstes machen? Wir können vielleicht mal, wir können es hier mal Schritt für Schritt machen. Das steht hier 2 mal 1 minus 1 durch 2. Also 2 mal 1 minus 1/2. Ne? Das ist dasselbe wie 2 mal 1/2. Das ist dasselbe wie, haben wir noch ein bisschen Platz, können wir noch was hinschreiben. 2/2 und das ist gleich wie 1. So. Jetzt steht hier, wenn man jetzt von links nach rechts liest, 1 ist gleich 2/2, ist gleich 2 mal 1/2, ist gleich und so weiter, und dann kommt man auf der rechten Seite raus. Also gilt die Gleichung. Induktionsanfang hat funktioniert. So, jetzt machen wir einen Induktionsschritt. Wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. Ja? Wir nehmen an, es gilt für irgendeins der n's, beispielsweise für k, und dann zeigen wir, dass es dann auch für k plus 1 gilt. Also wir nehmen jetzt mal an, es gilt für irgendein k. Induktionsannahme kann man mal hinschreiben. Letzte Woche wurde ich gefragt, kann man die Induktionsannahme auch abkürzen mit IA? Ja, kann man. Aber dann kürzen Sie bitte den Induktionsanfang nicht auch mit IA ab, weil dann weiß man nicht mehr genau, was IA bedeutet. So. Int-Anf können Sie da oben ja machen. Oder machen Sie hier IA, weil das brauchen wir später noch, dann sparen wir uns Schreibarbeit. Okay. So, also Induktionsannahme, wir nehmen an, das gilt für irgendein n, angenommen für k. Okay, jetzt müssen wir in der Formel oben jedes n durch k ersetzen. Das geht ja relativ easy. Bei dem Schritt muss man eigentlich nicht denken. Okay, einfach jedes n nehmen durch k ersetzen. Ganz stupide. Manche fangen dann an, irgendwelche i's durch k zu ersetzen, oder man vergisst ein n, oder man ersetzt nur die i's oder so. Ne? Nee, hier steht n gleich k, deswegen schreibe ich es auch immer so ausführlich hin. Jetzt setzen Sie für jedes n k ein. Total, ja, stupide eben. Also dann gilt 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus plus 1 durch 2 hoch k minus 1. Und das ist das gleiche wie 2 mal 1 minus 1 durch 2 hoch k. So. Das ist die Induktionsannahme. Und wir nehmen an, die gilt. Deswegen heißt sie auch Annahme. Okay. Jetzt, was ist zu zeigen im Schritt? Dass es auch für den Nachfolger gilt. Also, dass es auch für n gleich k plus 1 gilt. Was ist zu zeigen? Jetzt müssen wir hier wieder total stupide, okay, jedes n durch k plus 1 ersetzen. Machen wir mal. Zu zeigen ist 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus Punkt, plus 1 durch 2 hoch, und jetzt, wenn man vorsichtig sein will, macht man es wirklich so, dass man für jedes n k plus 1 einsetzt und dabei klammert. In diesem Fall wäre es jetzt nicht so relevant, aber es gibt Fälle, in denen ist es relevant. Da macht man es ja mal so. Dasselbe wie 2 mal 1 minus 1 durch 2 hoch k plus 1. Sie passen auf, dass ich keinen Fehler mache. Ja?
So, das ist zu zeigen. Für jedes NK plus 1 eingesetzt. Okay. Das ist wieder eine Gleichung, das heißt, wir müssen von links nach rechts kommen. Wir schreiben uns also die linke Seite hin, die rechte Seite und fangen an umzuformen. 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus Punkt, Punkt, Punkt plus 1 durch 2 hoch k plus 1 minus 1 ist gleich. Und hier unten schreiben wir jetzt die rechte Seite hin. Mal 1 minus 1 durch 2 hoch k plus 1. So. Jetzt merke ich mal wieder, dass ich zu klein bin. Okay, wie fangen wir an? Wer hat eine Idee? Ja? Wir könnten jetzt Summenzeichen verwenden, okay. Damit führen wir jetzt hier eine zusätzliche Komplikation ein, braucht man natürlich nicht unbedingt. Das wäre sozusagen nur eine andere Schreibweise hierfür. Könnte man machen, Summenzeichen, dann überlegen wir uns, wie das hier funktioniert, braucht man nicht unbedingt. Ja? Ja, ich gucke uns den Schritt vor, den 1 plus 2 hoch k plus 1 minus 1 an. Mhm. Weil das müsste ja dann eigentlich der sein, den wir zum anderen machen. Genau. Wir gucken uns sozusagen noch, wir nehmen noch ein Element hier, schreiben wir nochmal explizit mit dazu. Ja? Also ich ändere jetzt eigentlich gar nichts. Mach nur das Punkt, Punkt, Punkt ein bisschen genauer, ja? Plus, Punkt, 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 plus. Das Element, das hier vorne dran steht, ist welches? 1 durch 2 hoch k minus 1, ne? Und dann kommt ja erst das 1 durch 2 hoch k plus 1 minus 1. So. Was können wir jetzt machen? Ja? Genau, ja? Wir wissen ja, dass dieser Teil hier nach der Induktionsannahme gleich dem da ist. Wir wissen, wir nehmen ja an, das hier gilt in der Induktionsannahme, das heißt, das ist gleich dem. Das heißt, wir dürfen überall, wo das hier vorkommt, das da verwenden. Und das ist ja gerade dieser Teil. Das ist der Witz an der Induktion, wenn man so mit Summen rechnet. Ja? Das ergibt sich eigentlich immer ähnlich, dass man den ersten Teil der Summe nehmen kann und durch die Induktionsannahme ersetzen und dann bleibt hinten nur noch was übrig und dann muss ich das dann so rumwursten, damit am Ende das rauskommt, was ich haben will. Okay, jetzt setzen wir einfach mal die Induktionsannahme ein. Dieser Teil, der erste Teil der Summe, ist dasselbe wie 2 mal 1 minus 1 durch 2 hoch k. Und dann bleibt noch das hier hinten übrig, 2 hoch k plus 1 minus 1. So. Ne? Was können wir jetzt machen? Können es weitergehen? Also hier haben wir jetzt die Induktionsannahme verwendet, von da nach da Induktionsannahme. Jetzt müssen wir von da nach da kommen, ne? Was können wir machen? Ja? Ausklammern? Ach so. Okay, also wir wollen jetzt 2 mal 1 rechnen, ne? 2 minus... Okay, also 2 durch 2 hoch k, ne? So. Ja. Da rechts können wir vielleicht auch noch was machen. Können wir vielleicht hier das jetzt mal auflösen. Das ist 1 durch 2 hoch k plus 1 minus 1, also 1 durch 2 hoch k. Das können wir jetzt machen. Ja? Okay, was kommt dann da raus? Entschuldigung. 2 minus 2, 2, 2, 3, 2. 2 minus, aufgepasst, minus 2 plus 1. Minus 1 durch 2 hoch k. Genau. Wie geht's weiter? Was können wir jetzt machen?
Ja? Sie ziehen die 2 raus, ne? Dann steht ja 2 mal 1. Und jetzt gucken wir nochmal, hier wird es ein bisschen schwierig, wenn Sie da eine 2 rausziehen, müssen Sie im Nenner auch noch eine 2 hinzufügen. Ne? Oder rückwärts gedacht, wir können auch rückwärts denken, 2 mal das ist 2, 2 mal 1 ist 2 und 2 mal das hier, dann kürzt sich die 2 weg und dann steht nur noch 1 durch 2 hoch k da. Ne? Haben Sie richtig gemacht. Sie hätten jetzt auch von hinten nach vorne gehen können. Sie hätten es auch hier erstmal ausklammern können und sich dann in der Mitte treffen. Das wäre auch gegangen. Ja? So, jetzt gucken wir, was steht hier. 2 mal 1, das ist ja identisch. Und hier hinten steht 1 durch 2 mal 2 hoch k und dasselbe wie 1 durch 2 hoch k plus 1. Also da brauchen wir eigentlich auch nichts mehr machen. Okay, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer das jetzt hier nicht gesehen hätte, hätte auch von hinten rechnen können, umformen, sich in der Mitte treffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber, ja. Die Gleichung haben wir jetzt zum Ende geführt. Und jetzt dürfen wir hinten dran schreiben QED. Ja? Warum 2 mal 2 hoch k selbst ist wie 2 hoch k plus 1? Kann es jemand erklären? Ja? Ich wiederhole es nochmal laut, genau. 2 ist dasselbe wie 2 hoch 1 und da kann man einfach Potenzgesetze anwenden. Ne? 2 hoch 1 mal 2 hoch k ist dasselbe wie 2 hoch k plus 1. Anders gesagt, man kann auch sagen, das sind ja k2er miteinander multipliziert. 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2, k mal. Und jetzt kommt noch eine 2 dazu, also habe ich k plus 1 2er, die miteinander multipliziert werden. Okay, weitere Fragen? Ja? Das da? Okay. Sie wissen, das ist das letzte Element in meiner Reihe. Das davor, da habe ich ja in der Zweierpotenz einfach eine 2 weggenommen. Ja. Also nehme ich einfach das plus 1 hier weg. Ja. Und hier steht ja 2 hoch k eigentlich. Ne? Das heißt, dass der Vorgänger muss 2 hoch k minus 1 gewesen sein. Ja? Das hatten wir gerade geklärt. Warum ist dasselbe 2 mal 2 hoch k dasselbe wie 2 hoch k plus 1? Ich mache es immer deutlich. Was ist 2 hoch k? 2 hoch k ist ja das gleiche wie 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal Punkt, Punkt mal 2. Und ich habe k2er. Ja? K2er. So. Wenn ich jetzt noch eine 2 dazu nehme, dann muss ich hier eine 2 dazu nehmen, dann habe ich k plus 1 2er. Okay. Potenzgesetze nochmal wiederholen. Ne?